So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Part des FIFA 12 Let's Plays mit mir, Mr. LeBank. Und heute, ja, im letzten Part lief es ja nicht ganz so rund, aber ich wollte dem guten alten Marvin, der mir dieses tolle Team hier gesponsert hat, gutes Gameplay liefern. Das mache ich jetzt auch. Dementsprechend werde ich jetzt nochmal mit diesem Team spielen und hoffentlich einen guten Sieg erringen. Ja, warum kam FIFA nicht in letzter Zeit? Ja, es tut mir leid, aber es kommt wirklich immer etwas dazwischen. Letztens war es dann das Aufnahmeprogramm, aka Sony Vegas, was rumgespackt hat. Ich habe gerade vor 5 oder 10 Minuten auch was auf Facebook gepostet und so gesagt. Rote Verbindung? Nee, das tue ich mir nicht an. Der hat eine rote Latenz. Ich habe auch gerade vor 5 oder 10 Minuten auf Facebook geschrieben, dass ich das Problem gelöst habe und jetzt sofort drehen werde. Es ist wirklich so. Ich habe das Problem gelöst. Problem war der Grafikkartentreiber. Ich habe den einfach mal aktualisiert und dann ging das. Kein Ding, jetzt habe ich kein Problem mehr damit und läuft ja alles super, wenn ihr mich fragt. Und Junge, kauf dir doch bitte mal Internet. Was ist das denn? Hast du hier so eine Bambus-Reißleitung oder was? Da geht nichts. Was ich aber jetzt nochmal sagen wollte, ist auf jeden Fall, und tut mir leid, dass ihr so lange darauf warten musstet und so. Ich hatte eigentlich schon Part 50 auch. Ne, warte, Part 50 gedreht. Ja, wir sind jetzt bei Part 50. Heißt also Jubiläum, meine Freunde. 50 Parts FIFA 12. Das ist wieder so ein Spasti. Guck mal. 5 Sterne, 5 Sterne. Ne, das tue ich mir nicht an. Ich suche mir jetzt extra gleichgesinnte Gegner, damit es auch ein bisschen mehr Spaß macht. Sowohl für mich als auch für euch. 50. Part FIFA, Leute. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich hier 50 Parts von FIFA rausklatschen werde. Ja, ihr seid ja richtig verrückt nach den Episoden. Ich klicke die Episoden auch an wie... Ah, warte, was? Scheiß drauf. Ich spiele jetzt gegen den. Ich werde mich auch gar nicht aufregen oder so. Weil ich habe auch gesehen, der hat nur eine Teamchemie von 79 oder irgendwie sowas. Und ja, Team ist auch ganz passabel. Bundesliga-Team, Dreierkette hinten. Mit Tim Wiese im Tor. Oh, das könnte ein Vorteil für uns sein. Tim Wiese im Tor. Oh. Oh. Ja, das könnte gut für uns sein. Also, Team ist relativ gut. Marco Reus, Marco Marin, Mats Hummels, Olga Badstuber, alle da. Aber die Teamchemie stimmt nicht und Ausstellung auch, naja, passabel. Und Lisandro Lopez natürlich noch vorne, der auch gar nicht reinpasst, aber egal. Und ja, ich hatte Part 50, wie gesagt, gedreht, aber der Part war nicht schön. Ich habe da rumgeflucht wie sonst was. Ich habe da... Frag nicht, das war einfach nicht schön. Aber ich werde mir die Episode aufbewahren. Und irgendwann werde ich sie wahrscheinlich hochladen. Dann werde ich schreiben, der verschollene Part 50 und so weiter und so fort. Und ja, da könnt ihr mal sehen, wie ich da ausgerastet bin, wie ich da rumgeflucht habe. Da sind die wirklich die Fetzen geflogen. Und sonst, ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass ich jetzt hier endlich mal wieder FIFA spiele. Mich richtig freue. Hoffentlich keine Faxen oder ähnliches machen werde. So, Dempsey. So. Ich mag Dempsey richtig. Das ist, wenn nicht sogar meiner Meinung nach der MVP hier im Team. So, Castillo. Donovan. Was soll denn eigentlich, rechts oder links? Keine Ahnung. So. Oh. Ah, schade. Ich dachte, das wäre jetzt schon das 1:0. Aber ihr seht, läuft eigentlich schon relativ... Was macht ihr da? Das sind auch so welche richtige Spackos, die mir voll auf die Eier gehen. Die denken, die haben die dicksten Cojones. Und er kommt zwei Schritte mit Tim Wiese raus, da geht er wieder in seinen Kasten rein. Wenn du schon einen Solo-Run machst, dann mach mal einen richtigen Lappen. Aber wie gesagt, Frage der Episode vom letzten Mal war ja, was war denn die Frage der letzten Episode? Ja, wer hat eurer Meinung nach am besten aufgerüstet? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, national sowohl Gladbach, also ich finde ja, Gladbach hat sich richtig gut versternt, Dortmund relativ gut und die Bayern natürlich, aber die haben natürlich auch das Geld gut. Die haben das Geld aus dem Arsch hängen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und ja. Also national, so wie ich es jetzt gesagt habe. Aber ich finde besonders Gladbach, die habe ich, glaube ich, im letzten Part, vorletzten Part auch gar nicht erwähnt. Das tut mir ganz, ganz doll leid. Das ist schade sowas. Auf jeden Fall, Gladbach hat sich verdammt gut versteckt und toller Pass und Bradley. Nein, was war das denn? Aber der Pass war echt unglaublich gut gesehen. Also, und der Lauf von Bradley auch nicht schlecht. Und Altidore, Josie Altidore. An den Abschluss muss er noch arbeiten. Und international, boah, Paris, Leute, Paris rüstet gerade übertrieben gut auf, der reiche Scheichclub, aber die haben auch das Geld auch aus dem Arsch hängen, ja, was soll ich da sagen, sogar noch dicker als die Bayern, ich meine, wenn man so einen reichen Scheich da irgendwo hat,
Da hätte ich mich auch richtig gut aufrüsten können. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber Galatasaray, die rüsten auch gerade verdammt gut auf. Auch wenn mir, also Galatasaray ist natürlich mein Verein, ich muss den erwähnen. Also wenn jetzt irgendwie der sagt, jetzt kommt er wieder mit dem an, nee. Muss sein. Denn das ist mein Verein und über den würde ich auch gerne mal ein bisschen so erzählen und so. Mit dem befasse ich mich auch am meisten. Und, oh, verdammt. Ah, scheiße. Dazu kann ich nur sagen, die haben sich richtig gut verstärkt, aber der wichtigste Transfer bei denen bleibt noch aus, und zwar Felipe Melo von Juventus Turin natürlich. Hier nochmal schöne Grüße an Maibris, meinen iranischen Brudi. Schöne Grüße an dich, Props an dich. Keine Ahnung, ob du hier bist oder ob du im Urlaub bist. Weiß nicht, vielleicht siehst du das auch irgendwann mal. Aber ja, schöne Grüße an dich. Oh, schöner Lauf. Russell, der Rechtsverteidiger. Und Russell mit dem Tor. What you gonna do? Würde jetzt KSI Ola Jilabi Day sagen. Und die haben sich richtig gut verstärkt, auch wenn der wichtigste Transfer Felipe Melo noch ausbleibt. Torschützenkönig aus der Super League, Burak Yılmaz, hat da unterschrieben. Sehr starke Verpflichtung, wie ich finde. Toller Stürmer, mein zurzeit der absolute Lieblingsstürmer in der türkischen Nationalmannschaft oder auch in der Liga. Also der Türke, bester Türke meiner Meinung nach zurzeit, mit Arda Turan zusammen. Einfach unglaublich. Und ja, Paris, die haben richtig auch richtig krass aufgerüstet. Lavezzi ist gekommen von Neapel für 26 Millionen. Thiago Silva vom AC Mailand. Ich glaube, für wie ist Thiago Silva gekommen? 60 Millionen oder irgendwie so, oder? Oder 40 Millionen, keine Ahnung. Irgendwie sowas um den Dreh zwischen 40 und 60 Millionen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und dann gab es da natürlich noch Zlatan Ibrahimovic. Ja. Für 20 Millionen gekommen, kriegt da irgendwie 15 Millionen Gehalt, glaube ich. Von denen der aber irgendwie ganz, ganz viel, ich glaube bis zu 75% später versteuern muss. Da gibt es ja gerade hier so eine komische neue Reform. Oder da wird ja gerade so ein Finanzsparplan in Frankreich durchgesprochen. Von wegen, das habe ich gelesen, glaube ich, auf Transfermarkt oder so. Dass ab, wenn du 1 Million im Jahr verdienst, dass du da bis zu 75% oder so von versteuern musst. Irgendwie sowas um den Dreh. Also, ja, 75% von 15 Millionen, das wären irgendwie 3,75 ne, Millionen. Die dann noch übrig bleiben. Ach du Scheiße, ja. Das ist verdammt krass. Da staubt der Staat richtig gut ab. Der geldgeile Staat. Na gut. Und damit hätten wir, glaube ich, die Frage. Haben wir Glück gehabt, dass es so billig ist. Da können wir, glaube ich, die Frage der letzten Episode also abhaken. Bayern richtig gut verstärkt national. Dortmund auch relativ gut mit Marco Reus, mein Lieblingsspieler. Und natürlich Gladbach, die sich auch richtig gut verstärkt haben. Manche haben auch gesagt, Werder Bremen, aber ich weiß nicht, ich finde die Verpflichtung von Bremen jetzt nicht so wirklich erste Sahne, wenn ich ehrlich bin. Elia, ja gut. Wenn er jetzt, Elia ist ein Problemspieler, ist ja auch jedem klar, aber Petersen finde ich nicht gut. Aber sonst, ja gut, Lukimia jetzt noch von Fortuna Düsseldorf. Muss man natürlich erwähnen, ne, hier als Düsseldorfer, Lukimia. Der Fels in der Brandung. In Düsseldorf, auch wenn er dann die letzten Spiele ein bisschen geschwächt hat, kann man aber nachvollziehen mit seinem Wechsel. Der sollte ja erst zu Köln und dann bei Köln abgestiegen ist und bla bla. Tschatschu. Naja, wie dem auch sei. Und ja, kommen wir zur Frage der Episode in diesem Part. Ich glaube, man sieht mich schon an. Ich habe gerade viel mehr Spaß am Spielen. Das ist jetzt auch so ein Typ, gegen den wir ganz gut ankommen. Und bam. Ja, pass auf, so. Ah, abseits. Das ist abseits. Das ist eigentlich abseits gewesen. Egal. Frage der diesjährigen, Alter, was mit deinem Deutsch ist, also, man merkt schon, ich habe auch lange jetzt nicht gedreht, aber man merkt auch schon, dass ich richtig Spaß habe hier am Drehen, ja, zum ersten Mal seit langem führen wir hier mal wieder, was da los, und der Gegner ist jetzt nicht irgendwie so ein schwuler Tramper oder ähnliches, sondern einfach ein Lappen, gegen den ich aber auch nicht demonstrieren kann, was ich drauf habe, weswegen auch immer, oh. Viele Ballverluste hier im Mittelfeld, naja. Oh, schöner Pasta und, oh, super gehalten da von Tim Howard, genau. Frage der Episode, Trikotkäufe, meine Freunde. Trikots, möchtet ihr euch Trikots holen, dieses Jahr? Und wenn ja, von welchem Verein und welche Trikots genau? Hier kann ich mal wieder mit meinem geliebten Galatasaray kommen. Trikotvorstellung gab es am 18. Juli. Drei Trikots. Das ist natürlich das klassische in Rot-Gelb, was ich hier schon, glaube ich, 5 oder 6 Mal hier irgendwo liegen habe. Keine Ahnung.
Dazu noch das ein weißes. Das Weiß ist echt geil. Das liegt so hauteng und bah, das ist einfach geil. Das sieht chokgüzel aus, muss ich sagen. Und dann gibt es noch das Champions League Trikot in Rot-Schwarz. Das ist. Also die Trikots gefallen mir richtig gut. Und ich kann mich nicht entscheiden, welches ich nehmen soll. Das Weiße oder das Rote. Oder vielleicht sogar beide. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir einfach mal schauen, wie es auch geldmäßig bei mir dann aussieht. Oder ob ein Kollege oder so. Gut. Oder ob auch ein Kollege oder so mal das Trikot holen wird und wie das dann echt aussieht. Weil auf Fotos und in echt sieht das ja auch immer mal ein bisschen anders aus. Und ja. Da muss ich auch mal sagen. Da muss ich auch mal sagen, dass ich fast jedes Jahr mindestens ein Trikot hole, weil ich möchte meinen Verein auch unterstützen. In jeglicher Hinsicht, finanziell. Was war das denn? Babyschusslappen. Donovan, Alter. Kein Wunder, dass du bei Bayern München nicht aufgenommen wurdest. Was war das? Im Jahre 2008, ne? Da wurde er irgendwie verliehen. Von LA zu. Oder nach. München, genau. Das sind diese berühmten Rigi Beng hier, die habe ich manchmal. Falls mich jemand noch nicht kennen sollte, mein Name ist Rigi Beng, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Türke, heiße Fußballfanatiker wie eh und je und auch FIFA-Fanatiker, wobei mir FIFA letzte Zeit irgendwie auf den Sack ging, aber mittlerweile macht mir das mal wieder. Boah, Alter. Da merkt man richtig, dass er ein Mann mehr, glaube ich, im Mittelfeld hat. Das spielt der 3-4-1-2, ne? Da kann man sagen, dass er mit einem Mann mehr in der Offensive spielt. Dafür natürlich die Defensive scheiße. Seine Eckbälle sind gefährlich. Ja, ich möchte meinen Verein jedes Jahr finanziell unterstützen, weil die Trikotverkäufe gehen natürlich, oder die unterstützen ja nicht nur, ja, den Trikotsponsor, sondern auch euren Verein. Der kriegt ja auch. Oh, Jesus. Der kriegt da ja auch irgendwie einen prozentualen Anteil von, ist ja klar, ne? Und ich unterstütze meinen Verein immer. Muss sein, das ist für mich Pflicht. Es ist so. Und wie sieht das bei euch aus? Holt ihr euch diese Saison Trikots und wenn ja, von welchem Verein? Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es lohnt sich, weil ich werde mir die Trikots dann auf jeden Fall angucken. Also wenn ihr da auch noch sowas sagen oder schreiben würdet wie, diese Trikots sehen dieses Jahr echt geil aus. Nur zu, weil ich habe dieses Jahr echt keine Ahnung, wie die Trikots aussehen werden. Auch nicht von Real Madrid oder ähnliches. Haut ruhig mal raus. Was echt eurer Meinung nach geil aussieht, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Weil, ja, mal gucken. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, mal gucken, was du Bastard. Oh, Bradley, jetzt aber. Boah, Bradley hat einen krassen Schuss drauf, aber. Ja, der ist langsam, deswegen bin ich auch nicht weitergegangen. Wie gesagt, ich beschwere mich jetzt auch nicht. Ein Sieg wäre zur 50. Episode natürlich nicht schlecht. Der macht diese billigen Montreux Passes und kommt durch. Also ich bin defensiv gar nicht gut. Gar nicht gut. Das ist auch schon einigen aufgefallen, die sagen auch, du stehst defensiv total Banane. Ist auch so. Das ist auch so. Seht ihr wieder? Das ist so offensichtlich. Ich weiß es, aber ich komme da irgendwie nie dran. Ja. Gut. Muss mal hier grundauf sa sanieren, Alter. Abseits. Fuck. Ey, doch nicht. Aber ein Foul. Ah, ja, Trikotverkäufer, Leute. Das weiße Trikot und das schwarze, das sieht einfach. Foul. Das sieht einfach so geil aus, Mann. Das kann man nicht in Worte fassen. Und. Manche Donovan kann freistöße schießen, ich denke mal schon, ne? Ah, zu hoch. Zu hoch. Scheiße. Hätte ich ein bisschen weniger gemacht, Mann. Mir fehlt gerade auch diese Routine. Weil ich in letzter Zeit kaum gespielt habe. Aber das wird sich jetzt mal wieder ändern, ja? Bald auch wieder auf TGN. Beziehungsweise morgen neuer Part. Ich werde alles dran setzen, dass morgen neuer Part extra für euch kommt, ihr Ficker. Also freut euch schon mal drauf. Yeah. FOR. Yeah. Und ja, genau. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, weil in meinen FIFA-Episoden kann ich ja auch des Öfteren mal von mir und so weiter erzählen. Und nicht nur immer vom Spiel, ja? Weil FIFA, das ist auch schon immer so ein bisschen persönlicher, da kann ich auch mal so von mir erzählen, wie ihr auch manchmal hört und so. Hat denn einer von euch hier Ahnung von Laptops und so weiter und Lüftern? Weil ich habe jetzt das Problem, ich habe jetzt meinen Laptop knapp 1,5 Jahre und ich habe noch nie den Lüfter sauber gemacht und ich weiß nicht, wie ich den Lüfter sauber machen soll.
Zur Information, ist ein Sony Vegas. Nicht Sony Vegas, ist ein Sony Vaio. Ach, Donovan, du bist auch so eine Kackbratze. Mach den nochmal rein. Ist ein Sony Vaio und ich weiß nicht, wie ich den Sommer machen soll. Hat irgendeiner einen Tipp oder so, der kann mir das mal gerne per privater Nachricht schreiben. Also irgend so eine Anleitung oder ähnliches, wie man so einen Lüfter sauber macht. Würde mich jetzt mal sehr interessieren. Und ja, ich freue mich auf tatkräftige Unterstützung eurerseits, falls es sowas überhaupt von euch gibt. Boah, Beini, der war nicht schlecht. Aber der war schlecht. Also mittlerweile muss ich sagen, wäre der Ausgleich mehr als verdient. Oh. Oh mein Gott, das. So. Ja. Sehr unverdient, wie ich finde. Aber ich mache mir nichts draus. Hauptsache 50. Episode FIFA, Leute. Wie gefällt euch auch die Serie bis jetzt? Also, ich möchte ganz, ganz viel von euch wissen, weil Kommunikation zwischen mir und meinen Abonnenten, da liegt mir immer sehr, sehr viel dran. So, komm. Donovan. Oh nee, das ist der Scheißregen, Mann. Da legt er sich den immer so verfickt vor. Da läuft er auch immer so gay. Wenn er jetzt reingegangen wäre, wäre es nochmal ein bisschen spannend geworden, aber jetzt nicht mehr. Guten Morgen, Fortune. Alles klar von dir. Kriegst jetzt Schläge in den Arsch serviert. Yeah. 50 Parts, ey. Krass. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass das wirklich so gut ankommen würde, dass ihr so viel Spaß auch oder so viel Fun an den Videos habt und ihr so süchtig danach seid. Das ist ja unglaublich. Immer hier so, ey, wann kommt ein neuer Part FIFA oder Pokémon-Videos, was ich gar nicht mag. Also bitte unterlasst das, Leute. Das nervt mich ungemein. Und das trägt auch nie was zur Konstruktivität bei oder daran wird sich auch nichts ändern, wenn ihr mal so schreibt, bring mal mehr FIFA unter den Part. Nee, ich entscheide, wann die Videos kommen, so ist es dann halt auch. Also, da bitte ich mal ein bisschen mehr Respekt auch von euch gegenüber mir. Weil sowas macht man einfach nicht, sowas gehört sich nicht, sowas ist unanständig. Mann, Alter, da will ja nichts reingehen bei mir, da will nichts reingehen. Wenn der jetzt reingegangen wäre, scheiße. War die überhaupt Linksfuß, der Holden? Und den kannte ich echt noch nicht. Den Holden kannte ich echt noch nicht. Das muss ich jetzt mal hier so sagen. Da muss ich mich mal outen. Also Marvin, tut mir leid, aber ich mag das Team echt. Ich spiele echt gern damit. Weil besonders Altidore und Dempsey, die mag ich richtig. Auch wenn Altidore eigentlich viel zu langsam ist. Obwohl er eigentlich schon echt viel schneller ist. Dempsey, nicht Dempsey, Bradley. Aber egal, komm. Ein Türchen für Marvin, das wär's dann auch. Oh Mann. Nee, das wird nichts. Oder vielleicht. Ja, und nicht für dich, also ein Türchen für mich, wenn's geht. Nee, das wird nichts. Keine Ahnung, lag wahrscheinlich am Regen, weil im Regen kann ich echt nicht spielen. Ausrede. Was? Ausrede? Ja. Also meine Freunde, wie immer, Frage der Episode, Trikots, werdet ihr euch Trikots holen diese Saison und wenn ja, von wem? Und 50 Parts, wie hat euch die Serie bis jetzt gefallen und wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ein kleiner Klick für euch mit einer ganz großen Wirkung für mich. Haut rein, macht's gut und bis bald, ciao, euer Rie.